In jüngeren Jahren hatte ich eigentlich gar nichts mit Pferden am Hut. Da war es so, dass ich im Prinzip auf der Seite vom Hof, wo die Reithalle war, da habe ich mich gar nicht hingetraut, dass ich gar nicht in Gefahr kam, sozusagen, dass jemand sagte, komm, jetzt setz dich mal hier auf den Pony oder sonst irgendwo. Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von BEMER. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen. Hallo Ina. Hallo Lynn. Willkommen zu unserer zweiten Folge Pferdemenschen, Reitsportfamilie in Deutschland. Ja, herzlich willkommen. Ja, noch ganz ungewohnt, den neuen Titel immer wieder zu sagen. Du warst wieder unterwegs. Genau, ich war im Oldenburger Münsterland, in Kloppenburg, da in der Nähe von Lastrup, in Kleinrochschaden, bei der Familie Klatte. Und wir hatten ja schon auch bei den Stempelhengsten über Klatte berichtet und da hat ja wirklich die gesamte Familie mit Pferden zu tun. Die sind ja ausgeschwärmt in alle Richtungen. Aber ich habe mich ganz gezielt unterhalten mit Henrik Klatte, dem Chef auf dem Zuchthof Klatte, seinem Vater und seiner Frau, also Henriks Frau. Mhm. Und auch die kleine Tochter Johanna war mit dabei. Ja, und mir ist aufgefallen in der Folge oder im Gespräch, ist mehrmals der Name Alexandra gefallen. Ja, das ist richtig, weil nämlich die Frau von Henrik Klatte heißt Alexandra, sie ist Tierärztin auf dem Hof und die Tochter von Hinnack heißt auch Alexandra. Also wenn er sie erwähnt, dann redet er von seiner Tochter, aber im Gespräch die Frau von Henrik, das ist auch Alexandra. Okay. Gut, muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, das war richtig nett. Also die hatten schon richtig toll weihnachtlich geschmückt. Wir waren da im Haupthaus, saßen an diesem Holztisch in der Diele und das Feuer brannte im Kamin. Und ja, es war so ein kalter Wintertag und ja, da haben wir es uns da gemütlich gemacht. Und ja, das klingt ja auf jeden Fall auch echt gemütlich. Ja, es war richtig nett und spannend und vor allen Dingen drei Generationen am Tisch zu haben mit den Herausforderungen, die jeweils jede Generation hatte. Und auch Hinnack Klatte erinnert sich natürlich auch noch an seinen Vater und seinen Großvater und wie die Pferdezucht damals war, also der Schwerpunkt auf Arbeitspferde. Und dann das Gespräch mit Henrik Klatte natürlich, in der heutigen Zeit, was es bedeutet, Pferde zu züchten für Reiter, für Menschen, die ja Sportkameraden suchen und was da die Herausforderungen sind und natürlich auch in der Zucht. Ja, dann hören wir doch am besten gleich mal rein. Prima. Eigentlich sind jetzt drei Generationen von Klattes am Tisch. Also Johanna Klatte sitzt hier, dann Henrik und Alexandra und Hinnack Klatte. Und ja, dieser Hof gehört eurer Familie seit vielen Generationen. Hinnack, du kannst wahrscheinlich auch noch ein bisschen was über die fünfte und sechste Generation oder die vierte Generation erzählen. Mhm. Aber ich fange mal mit der jüngsten Generation an. Johanna, wie alt bist du? 9. Wie ist denn das? Also wenn du aus der Schule kommst, was machst du dann zuerst? Hausaufgaben oder erst reiten? Hausaufgaben und dann reite ich. Ja, und trainiert deine Mama dich oder dein Papa? Manchmal bei Dressur macht Mama das und bei Springen Vicky, bei der Vor Alina. Und sag mal, Johanna, du hast auch schon ein erstes Turnier geritten, oder? Erzähl mal, wie war das? Also, dann seid ihr hingefahren und bist du in Dressur geritten, oder? Nee, Springen. Ah, was sonst? Und dann habe ich auch einmal auf dem Turnier E-Springen gewonnen. Was? Gewonnen? Glückwunsch! Super! War das klar, dass du gewinnst oder war das hart? Erst wusste ich nicht, ob ich gewinne, aber... Das ist die Schnibbelkönigin. Ganz schön kämpfen, ne? Hast du Gas gegeben? Und macht dir das Spaß, Turnier, oder sagst du, ach nö, mir reicht es lieber auch zu Hause ein bisschen zu reiten? Ja, es macht mir Spaß. Musst du denn auch mit anpacken? Also gibt es auch manchmal Dinge, wo Papa und Mama sagen, so jetzt hier, das muss aber auch sein? Dann fege ich mit oder... Füttern, einstreuen, macht alles. Ja, kommen wir zu der nächsten Generation. Henrik, du bist hier der Chef. Und Alexandra,
Du bist ja hier quasi ja, reingeheiratet, will ich sagen. Also nicht in diese Familie hineingeboren, aber Tierärztin auf dem Hof. Verantwortlich, packst mit an, Tag und Nacht, wenn die Fohlen geboren werden, in der Decksaison. Hast du dir das so vorgestellt? Ja, ich wusste eigentlich, was auf mich zukommt. Und für mich war jetzt diese Umstellung, auch auf so einen Hof einzuheiraten, gar nicht so groß, weil ich selber auch aus der Landwirtschaft komme. Sodass das dann eigentlich ja, keine riesen Veränderung in meinem Leben war. Klar, und als Tierärztin wusste man auch, was da auf einen zukommt. Hat mich dann ja auch hier selbstständig gemacht auf dem Betrieb. Und ja, ist viel Arbeit, aber es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß und man kriegt ja unwahrscheinlich viel zurück von den Pferden und auch von den freundlichen, netten, vielen Züchtern. Es macht Spaß. Zahlt dein Mann dir die Überstunden aus? Natürlich. Ja, man kann sich ja vorstellen, was hier los ist. Ne? Ja. Gerade Fohlen werden ja nicht pünktlich um zwischen 16 und 18 Uhr geboren, sondern früh am Morgen und in der Nacht und am nächsten Morgen müssen die Samenbestellungen raus. Also wie ist so ein Alltag in der Decksaison? Ja, um 6 Uhr stehe ich im Stall, Stuten untersuchen, dann gehe ich um kurz vor 7 ins Haus, Kinder wecken, Schule fertig machen, Frühstück mit unseren Angestellten, dann geht es wieder raus, Stuten untersuchen, ein paar Züchter besuchen, bei der Samenverteilung mithelfen, Samenaufbereitung und so geht es eigentlich den ganzen Tag. Dann meistens wieder Stuten untersuchen, zwischendurch die Fohlen, wenn da mal was ist, behandeln. Genau, und nachts dann hoffentlich aufstehen und gesunde Fohlen zur Welt helfen. Also das sind die schönsten Momente. Also du brauchst nicht so viel Schlaf. Nee, in der Saison ist das tatsächlich so, dass der Körper irgendwie mit weniger Schlaf gut zurechtkommt, aber im Winter ist er dann echt so ein bisschen ruhiger, da kann man sich dann mal eine Stunde Schlaf mehr gönnen. Ja, das glaube ich. Ich meine, nebenbei noch Familie und es ist ja ein Familienbetrieb seit vielen, vielen Generationen. Der Blick geht zum Chef. Henrik, was ist dein Alltag hier auf dem Hof? Ja, mein Alltag besteht eigentlich darin, dass ich klar auch erst morgens mit im Stall bin, einmal nach dem Rechten gucke und dann im Prinzip verbringe ich dann meist auch vormittags 1-2 Stunden im Büro, um da was abzuklären, was so ansteht und im Prinzip mache ich auch hier komplett die ganze Werbung, die ganzen Veranstaltungen zum Teil. Das ist jetzt mittlerweile, es ist bei uns ja nicht nur der klassische Zuchthof oder halt Pferdebetrieb. Wir haben uns über Jahre jetzt verschiedene Standbeine aufgebaut. Das ist zum einen, das ist die Auktion, die ich ja mit Otto Faske zusammen mache, die ESI-Auktion, was natürlich auch dann bei der Auswahl der Fohlen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das heißt, ihr fahrt viel rum über die Dörfer, sucht Pferde, die passen könnten. Und was ja auch wiederum dann letztendlich auch für die Züchter ja interessant ist, auch dadurch auch ein bisschen an uns binden können, sozusagen, dass wir da auch denen bei der Vermarktung behilflich sind. Und dann halt in der grünen Saison kommen dann die zahlreichen Turniere dazu, wo wir vor 10 Jahren mit angefangen sind. Und sich mittlerweile zu den also nennungsstärksten Turnieren hier im Wesems-Bereich mittlerweile, ja, doch sind es, glaube ich. Wir hatten, ich glaube, also dieses Jahr war es ja halt Corona-bedingt etwas weniger. Wir konnten ja noch ein paar Turniere machen im Sommer. Aber sonst die Jahre vorher haben wir, glaube ich, im Frühjahr so an die 4.500 Startplätze. Die wir dann abarbeiten. Ja, ihr habt euch ja spezialisiert, klar Zucht, aber auch Turniere, Veranstaltungen, Auktionen. Du bist ja auch hier auf dem Hof hineingeboren. Ja. Pferde gehörten zum Alltag. War das auch klar für dich von klein auf oder hast du auch mal gedacht, könnte auch Architekt werden? Das glaube ich eher weniger. Aber in jüngeren Jahren hatte ich eigentlich gar nichts mit Pferden am Hut. Da war es so, dass ich im Prinzip auf der Seite vom Hof, wo die Reithalle war, da habe ich mich gar nicht hingetraut, dass ich gar nicht in Gefahr kam, sozusagen, dass jemand sagte, komm, jetzt setz dich mal hier auf den Pony oder sonst irgendwo. Der Vater nickt zustimmend, Hinnerk. Und kann mich gut sagen, für die Schokolade hat er viel gemacht. Und genau, für eine Schokolade habe ich mich dann mal hinreißen lassen und letztendlich dann so ein bisschen Bezug dazu bekommen, habe ich dann als Opa, also mein Opa,
sein Vater, damals mit einem Mini-Shetty sozusagen um die Ecke kam. Und das war ein kleiner, also Ponyhengst. Ja. Und der war, ich weiß noch wie heute, der war geschoren, der sah aus, der hatte eine rote Decke, der war viermal rot bandagiert. So, und mit denen bin ich dann sozusagen, ja, da habe ich dann viel mit rumgespielt und wie gemacht. Hieß er? Wie hieß er? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das auch ein Deckhengst und dann kamen auch die ersten Stuten und so und dann kam das so peu à peu. Mhm. Ja. Und Hinnerk, dachtest du, oh Gott, ja, der Erbe, der Hoferbe ist verloren, das Hoferbe geht verloren. Ja, dann die Hoferbe verloren nicht. Ich meine, das ist ja, man kann ja keine Kinder zwingen. Ich muss einfach dazu kommen eben. Ich meine, das ist, ich bin damals ja auch mit Pferden groß geworden hier und meine erste Reitstunde war nicht ein Pony, das war ein Schafbock. Da hat mein Vater mich dann drauf gesetzt, ich glaube, da war ich 3 oder 4. Ne? Und das also war meine erste Reitstunde mit dem Schafbock. Weshalb ein Schafbock? Mit dem Schafbock, ja. Kann ich mir noch ganz gut an den Sinn. Wir hatten früher die alten Ställe hier. Da waren früher so Luken drin zum Mist rauswerfen. Da wurde dann ja der Mist nach draußen geworfen, und alles ein paar Handarbeit. Und das war dann auch der Stall dieses Schafbock und diese Luke stand offen. Und ich hatte mich natürlich in der Wolle festgehalten und rennt natürlich hier um das Haus drum zu, ums Wohnhaus von hinten an in diese Luke und schießt durch die Luke. Und ich natürlich konnte mich gerade noch so mit dem Ärmel abwiesen und lach natürlich dahinter zu jaulen. Ne? Ja gut, das war meine erste Erfahrung überhaupt auf dem Ponys. Derzeit waren ja gar keine Ponys, war ja gar nicht aktuell. Nee, um noch zurückzukommen, also dann hat er dann, Henrik, dann doch irgendwann losgekriegt am Reiten und die Reit begeistert war die Älteste, Alexandra, die waren wohl immer auch Pony schon begeistert und hat sie auch sehr weit gebracht, wo wir dann also dann bis zu deutschen Meisterschaften hier, WMs-Meisterschaften und dann auch Europameisterschaften mit gewesen ist. Das also war schon gut. Und dann hat der Henrik auch damals ein größeres Pony gekriegt. Ich glaube, der Arm von Granus seinerzeit, von der Ponyschule decken lassen. Haben wir selbst gezogen. Oder selbst gezogen haben wir, glaube ich, auch noch. Ne? Grace Kelly. Ja, Grace Kelly, genau. Ja. Und die war natürlich auch so ein bisschen kernig und griffig, aber und sah aus wie Granus und kein Format damals. Oh, ein auch Traum. Rappe, Blässe. Super. Hinten weiß, schön rund. Ne? Ja, richtig top. Und sprang natürlich auch sehr gut. Hast du auch sehr viel Erfolge mitgehabt mit der. Ja, du bist auch bis zur deutschen Meisterschaft, war im Bundeschampionat mit der. Und Grace Kelly war für dich dann so der Aha-Moment, das wird auch meine Zukunft. Ja, doch. Also ich bin ja sehr viel Ponys geritten. Damals war das ja noch viel verbreitet. Da gab es ja hier jeder am jedem Wochenende irgendwo Pony springen. Mhm. Ist ja leider heutzutage nicht mehr so. Und Ponyrennen ohne Sattel. Und Ponyrennen, richtig. Und bin dann im Prinzip vom Pony direkt umgestiegen auf Großpferd und dann halt die Hengste auch überwiegend geritten. Das war natürlich ein Traum, das. Es gibt ja auch den Moment, wenn man von Pferden lebt, der Moment, wo dann Leute auf dem Hof stehen und sagen, Grace Kelly hätte ich gerne. Das wäre das perfekte Pony für meine Kinder. Vielleicht habt ihr Grace Kelly jetzt nicht hergegeben, aber ist es dir jemals schwer gefallen, wenn dann Hinnerk entschieden hat, so, der geht jetzt auf Reisen? Bei manchen ist es klar, es ist einem schwer gefallen, aber bei anderen nicht so sehr und dann wurde das auch halt ein bisschen, gab es ein bisschen Schmerzensgeld und dann ging das auch. Gewöhnt man sich daran mit der Zeit? Doch, klar, das ist, ich meine, davon leben wir, das gehört dazu und irgendwann, ja, geht jedes Pferd, also jetzt bei den so, ja, natürlich ein paar Familienpferde, so wie Granus oder Argentinus oder auch ein paar andere, die das stand nie zur Debatte, dass solche verkauft werden, aber ich meine, die Reitpferde oder Sportpferde, klar, das ist irgendwann, ist die Zeit dann gekommen, wenn wir uns dann auch leider trennen müssen. Da sind wir ja mit groß geworden, auch ich ja auch bin damit groß geworden, also man hat dann irgendwo wieder Pferde gehabt oder ausgebildet und ich kann mich noch daran erinnern damals, also wir haben mehrere Pferde ausgebildet, aber mit Cremona, die wir damals seinerzeit gekauft haben, die war nur Rennen gelaufen bis dahin und war natürlich auch unwahrscheinlich schnell und für damalige Zeit schon sehr blütiges Pferd. Und habe auch bis zur deutschen Meisterschaft mitgeritten, auch Bronzemedaille mal gewonnen mit der. Das also war schon, aber irgendwann war auch eben der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, so, es gibt jetzt so viel Geld, jetzt wird sie verkauft. Also das war
irgendwo ist das nachher gut. Man hat dann, war ein bisschen traurig, allen drum und dran, aber man hat sich aber dann gewöhnt. Das war ja nur unser Geschäft auch und darum. Und ist, weil wir sind ja damals in ganz anderen Zeiten wie heute. Heute fährst du mit dem LKW irgendwo hin. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass wir früher, wo noch Turniere in Kloppenburg waren, im Stadion, riesengroß mit Tiedemann und Winkler und wer alle da war, und waren dann auch Nachwuchsprüfungen, wo wir dann auch schon mitreiten konnten bis Emspringen, dass wir da von hier aus hingefahren sind. Meine Mutter ist gefahren, ein Spänner gefahren, und mein Vater zwei Spänner oder auch vier Spänner mehr, war dann ja auch damals. Dann sind wir die Pferde hinten auf dem Kutschbock haben wir gesessen, haben die mitgenommen, sind da hingefahren von hier, nicht auf dem Hänger, und sonst irgendwas gab es nicht. Zu der Zeit nicht, die ersten Jahre. Ja, das waren die 60er Jahre, waren das ja. Ja, 15, 16 Kilometer, ja. Ja. Okay, waren sie hinterher warm, wenn sie dann ja, die waren warm, die waren ja, wir konnten auch nicht lange abreiten, zwei, drei Sprünge und dann ging es rennen. Ja. Ne, also es war vor allen Dingen, das war für uns Kinder, war es ja was überhaupt, wo diese großen Koryphäen am Reiten waren, dass wir da auch hin konnten. Ne? Ja, wenn man das sieht, heute ist ja die Ausrüstung alleine schon, brauchst du ja einen LKW mit. Ja. Damals hattet ihr wahrscheinlich einen Sattel für alle Disziplinen, oder? Nur ein Sattel, um Gottes Willen, keine drei Sättel. Um Gottes Willen. Mein Vater und unsere Mutter, die hatten uns gesteinigt. Wir haben gesagt, wir wollen noch einen Sattel haben, nur weil wir das so reiten. Ich mach die Beine dran und der Bein länger, die Steigbügel noch länger und dann sitzt gerade. Fertig aus. Da gab es ja gar nicht, um Gottes Willen. Hattest du eine Wahl, Hinnerk? Oder war klar, dass du auch natürlich den Hof übernimmst? Eine Wahl, ja gut, damals eine Wahl, okay, also was heißt. Ich mochte das ja wohl tun, hatte auch Spaß dran, allen drum und dran. Und das ist irgendwo, ja, man wurde darauf gewiesen, ja, du bist der älteste Junge, du bist dann musst du das weitermachen. Nicht? Und gut, für mich war das irgendwie keine große. Ja, gut, ich habe dann meine Ausbildung ja in München gemacht bei Herrn Pohlmann, der ja ganz früh hier auf dem Hof oder auf dem Nachbarhof auch war, nach dem Krieg. Und hier geritten ist und hatte dann das Glück, dass ich da meine Teil meiner Ausbildung da genießen konnte. Die war zwar hart. Aber muss ich sagen, im Endeffekt hat es nicht geschadet. Das war also schon ein Ding. Und da bin ich damals, das kann ich mir noch sagen, sind vor der Deutschen Meisterschaft, da war ich 15 Jahre. Ich dachte, du musst vorher noch ein bisschen trainiert werden. Und du kommst mit den Pferden in den Waggon rein. Mit dem LKW gab es ja damals nicht. Dann wurden die verladen in Essen, hier Essen-Oldenburg. Ja. Und von da aus ging es in den Waggon rein, sechs Pferde rein, angebunden. Ich als einziger mit im Waggon rein, Futter, Wasser, alles mit. Und dann warst du, wenn du Pech hattest, anderthalb Tage unterwegs, ne, bis München. Oh mein Gott. Ja, und dann hier da auf der Gleise stehen, da auf der Gleise stehen. Und das Gustav Malheur, kann ich mich auch noch dran erinnern. Dann wurde nach Quakenbrücken, da musste die dann, wurde dann wieder so ein Zug zusammengestellt. Und nicht dann, wenn die Loks immer, wurden die dann auch auf so eine kleine abschüssige Dinge waren. Ich, obwohl immer am Wagen stand, bitte nicht rollen lassen, stand drauf. Haben dann losgemacht. Und dann bobs gegen so einen Prellbock gehauen da. Da hatten sich die ganzen Pferde natürlich losgerissen. Oh ne? Gott, ja. Handys gab es nicht, gar nichts. Da stand ich dann mit meinem Talent. Die Bahnarbeiter von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und auch Respekt wahrscheinlich. Genau, ja sicher. Die Luke nur so weit auf, ja, Gepäck auf dem Stroh geschlafen. Ein paar Ballen hin und hat dann geschlafen. Ne? Oder aufgepasst. Ne? Ja. Also das war schon, wenn ich darüber nachdenke, es war schon abenteuerlich teilweise. Wenn man das heute irgendwelchen erzählt, die sagen, du spinnst, das gibt's gar nicht sowas, das ist ein Unding. Ja, ja. Ging dann doch auch irgendwie. Es ging alles, ja, und dann in Mönchenriemen ausgeladen, so, nicht da irgendwo im LKW, da schicken sie einen, so ein Hansel ist dann gekommen, dann haben wir hier drei Pferde in der Hand und haben die da hingezogen. Ich meine, ist vom Mönchenriemen da bis hin, ist ja auch immer noch gut anderthalb Kilometer dahin zu ziehen. Ne? Ja, also unvorstellbar heute, ne? Mit kann den man sich gar nicht wertvollen, hochgezüchteten. Nein, keine Bandagen drum oder Transportkamaschen und sowas, das kannten wir alle gar nicht. Mhm. Ne? Ja, schließt sich eigentlich die Frage an, war früher alles besser, Henrik? Es war einfach alles etwas einfacher und ich glaube auch, der Sport hat sich mittlerweile so professionell geworden, auch was man auch schon auf ländlicher Ebene zum Teil jetzt sieht. Also das hat sich schon verschoben, das ist, aber ich meine, das ist, hat ja auch viele positive Nebeneffekte. Es ist also ein großer Bedarf an Pferden weltweit und ja, das macht letztendlich, ist unsere Aufgabe, ist es immer wieder junge Pferde hervorzubringen, auszubilden und dann ja, irgendwann zu verkaufen. Und die Zucht zu modernisieren, ne? Das ist ja auch ein Schwerpunkt von euch, ihr züchtet und sicherlich in der Generation hinab deiner Eltern waren es noch die Arbeitspferde und dann irgendwann veränderte sich der Bedarf, also die Armee brauchte Pferde, da habt ihr sicherlich auch
geliefert, weißt du das noch? Ja, also, selbstverständlich. Wir haben also geliefert einmal für die Queen, einen Vierspinner zusammengestellt. Aha. Okay. Und da hieß, vergesse ich auch nicht, war ja ganz groß, also in der Presse auch, in der Bild-Zeitung groß drin. Also ein Pferd muss ja Namen haben, die Pferde. So ein Pferd hieß Adolf, da stand ganz groß Überschrift wieder. Klasse liefert Pferde an die Queen, aber ein Pferd darf nicht Adolf heißen. Ne? Ja. Und das war also ein großes Aufsehen, hin und her, Medienauflauf und Telefon und was anderes. Das war ja was für meinen Vater so, das macht er ja gar nicht irgendwo, Medienauflauf, und das war nichts für ihn. Schalt dich nicht so an, schnell, der hat Adolf und Vater. Und jetzt Promotipp. Wir freuen uns, dass auch diese Folge Pferdemenschen, Reiterfamilien in Deutschland von BEMA unterstützt wird. Und Henrik, wo sind denn bei euch die BEMA-Produkte im Einsatz? Also wir setzen sie im Prinzip täglich ein bei unseren Deckhengsten, bei unseren Sportpferden. Und halt so ein, ja, wir sehen das auch als Wellnessprogramm für unsere Pferde. Und also einige, die genießen das richtig, da kann man richtig sehen, wie die sich entspannen, wie die anfangen zu relaxen. Und auch, also jetzt Feedback von unseren Angestellten oder auch Reitern, also der ein oder andere Angestellte war erst ein bisschen ungläubig und dann hat es aber dann auch ausprobiert und auch wirklich also Vorteile gesehen, auch in der Nutzung, dass die Pferde einfach viel, viel lockerer waren. Und mittlerweile wird es ausgelost, wer darf es genau, haben, oder? Und auch entspannter sind. Und ja, also wir haben hier nur ein Set und ja, das wandert halt immer von ja, Hengststall, Turnierstall und geht so ein bisschen hin und her. Wenn ihr überlegt, wie sich das so verändert hat in der Zeit, wie haben sich denn die Kunden verändert? Also früher gab es ja wahrscheinlich nur eine Beugeprobe beim Wetcheck, heute wird das ganze Pferd von Kopf bis Fuß geröntgt und da frage ich mal am besten Alexandra nach, die Tierärztin hier auf dem Hof. Ja, also ich kann natürlich nur von der jetzigen Situation sprechen, weil ich habe vorher auch in einer großen Praxis gearbeitet, wo das für uns gang und gäbe war, dass automatisch Pferde mit geröntgt werden. Also ich war immer ein Set Röntgenbilder mit dabei. Ich weiß es jetzt nicht, wie es früher war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man früher wirklich reell Pferde geröntgt hat. Die wurden wahrscheinlich ja auf harten Boden getrabt. Und ja, mittlerweile ist ja wirklich teilweise ein Set von bis zu 40 Bildern, wollen die Kunden haben, mit Dopingprobe, mit großem Blutbild. Also es ist schon Wahnsinn, mit Endoskopie, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Fragen einige auch schon nach Gentests, wo Dinge ausgeschlossen werden können, nach, keine Ahnung, Größengen oder gerade bei Hengsten? Also bei den Hengsten ist es ja sowieso klassisch, dass die auf Verkürung zum Beispiel dieses WFFS, der Gendefekt wird ja einmal nachgeprüft, aber so im Großen und Ganzen, dass jetzt auf irgendwelche andere Gendefekte untersucht wird, ist eigentlich nicht. Also bei den Deckhengsten ist es gang und gäbe, bei den Fohlen teilweise wollen die das auch schon quasi auf den Fohlenauktionen, dass wir das bei den Fohlen einmal mit vortesten, gerade für die zukünftigen Hengsthalter, die wollen es natürlich wissen, wenn die einen Hengstfohlen kaufen, ob es positiv oder negativ ist, aber grundsätzlich so bei der Ankaufsuntersuchung ist es nicht ganz üblich. Hinnerk rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Nein, also ich habe das ja in diese Sache miterlebt. Wie früher weiß ich noch, ich kann mir da gut an den Sinn, wo dann bei uns der Handel so langsam anfing irgendwie. Ich meine, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mit dem Pferd durch die Rüben gelaufen bin hinterher, mit so einer kleinen Hackegge drum und dran. Und mein Vater war so, die geschimpft hat, wenn ein Pferd auf den Rübe getreten hatte. Ich soll das Pferd zumindest gerade auslaufen lassen, nicht? Und aufpassen. Nicht? Also das waren auch eben, ich habe das schon noch mitgemacht, kann mich auch daran erinnern noch. Aber gut, wie das denn anfängt mit den ersten Reitpferden. Und wir haben uns dann ja auch relativ schnell, weil mein Vater ja weitsichtig in den Ende 50er, Anfang 60er Jahre, dann so Arbeitspferde brauchen wir nicht mehr, das wird doch alles motorisiert, machen wir dann eben, wir stellen uns auf Reitpferde um. Ne? Und dass wir da einfach mehr machen. Und erinnerst du dich noch, wie genau das war? Habt ihr dann Vollblüter eingekreuzt? Oder? Also unsere Hengstkollegen hier in Oldenburg, die haben ja mit Blütern angefangen. Also Vorwerb zum Beispiel mit Furioso, Inshallah. Ja, gut. Und mein Vater hat dann gesagt, gut, wenn sie alle irgendwo Hannoveraner, wir sitzen also mehr auf das hannoversche Pferd, weil es ja dann auch eben schon als Sportpferd mehr bekannt war weltweit. Ja. Also Oldenburger war ja als Arbeits- oder Armeepferd eben deklariert und sagen immer, das sind starke Pferde, für die Arbeit sind die gut.
aber als Reitpferd im Moment noch nicht geeignet. Mhm. Und durch diese Umzüchtung, also sogenannte F1-Produkte, durch Vollblut musste dann ja auch irgendwo wieder eben Pferd, was Leistung mitbringen sollte, auch was Springen mitbringen sollte und Bewegung mitbringen sollte. Die alten Oldmoger hatten ja wohl Tritt, aber sie waren meistens sehr, sehr steil und fest in der Schulter, hatten sehr viel Knieaktion. Man wollte ja doch eben so ein bisschen raumgreifende Bewegung aus der Schulter heraus mit einer dynamischen Hinterhand, die war ja da. Mhm. Die ist leider dann nachher ein bisschen durch die Vollblutzucht, ja, will ich sagen, so ein bisschen im Hinterbein hier und da nicht mehr ganz so aktiv waren, aber durch diese Einkreuzung, damals der erste, der hier war, war Sigismund, mhm. hat dann auch damals sehr viel Probleme gegeben mit Anerkennung und drum und dran, und aber es hat alles geklappt und darauf folgten dann Löwenast und Wallenstein und Ehrenfels und wie sie alle hießen, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, wenigstens das war dann das Ziel, was wir hatten, eben da umzuzüchten und das vermehrt machen. Und um auf die Untersuchung zu kommen noch, damals Röntgen gab es ja gar nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass dann, ja, ich schätze so um die 70er Jahre rum, da wurde dann angefangen zu röntgen. Aber die ersten Atteste vergesse ich nie. Dr. Meyer aus Kloppenburg, ja, der ein Pferd verkauft, ja, muss ein Attest bei. Ja. Dann schiebt er drauf, der Attest, das Pferd ist frei von Anzeichen einer ansteckenden Krankheit. Das war das Attest, Bots fertig. Und ist lahmheitsfrei. Ja, man konnte ja nicht reingucken. Da stand auch noch drauf. So. Und damit wurde nicht verkauft, das war ein Kohl. Ob der nur 10.000 Mark kostete oder 15 oder 25, das war damals ja schon viel. Und dann war das okay. Ne? Mhm. Bis dann irgendwo, es hat sich ja nur alles weiterentwickelt und hin und her. Die ganze Züchterschaft hat sich ja auch geändert. Ne? Ja, da haben sich keine bäuerlichen Züchter mehr. Ne? Und sicherlich auch die Kunden, die eben, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht das Pferdegehen haben, aber Interesse eben am Reitsport. Gibt es in eurer Familie so etwas wie den Blick für gute Pferde? Ja gut, entweder hast du einen Blick oder hast du nicht. Ja, beschreib mal, ja, das ist so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so die letzten Jahre die Körungen oder überhaupt die Zuchtveranstaltungen besuche, deutschlandweit oder europaweit auch, hier und da mal geguckt habe, dann muss man manchmal sagen, gut, ich weiß nicht, wo die hingeguckt haben. Nicht? Das ist natürlich schwer. Jetzt, da ist ein junges Fohlen von 2-3 Monate oder ein halbes Jahr oder da ist jetzt ein 2,5-jähriger Schute oder Hengst oder 3-jährig. Und sagen so, okay, das ist noch nicht so gut, aber das kommt noch. Man muss sich in ein Pferd reindenken können. Hinak, man muss nicht nur Fehler suchen. Henrik, hast du das von deinem Vater gelernt? Gab es richtige Lehrstunden nach dem Motto, so, wir fahren jetzt nach Vechta und du bleibst an meiner Seite und ich erzähle dir mal, worauf du achten musst? Das ist eigentlich, okay, wir sind natürlich öfter dann auch schon auf Brennterminen gewesen oder halt auch auf Körung. Und klar, das eine oder andere, aber ich denke, bei der Menge der Pferde und dass man jeden Tag mit der Materie zu tun hat und auch dadurch bedingt, dass wir allein für unsere Auktion jedes Jahr so zwischen 500, 600 Fohlen besichtigen, wo dann letztendlich 70 bis 80 die Zulassung erhalten. Und das schult schon sehr. Und worauf achtest du? Bei Fohlen zum Beispiel. Also worauf achten wir beim Fohlen? Also erstmal das gesamte Erscheinungsbild. Fohlen ist es aufmerksam, nimmt es den Menschen wahr. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo über eine Weide laufen und das Fohlen dann gleich so interessiert guckt, oder das ist schon mal ein gutes Zeichen in meinen Augen. Und halt dann auch, ob's Körperspannung hat, Tragkraft und auch natürlich, ob es korrekt ist. Ne? Es kann mal hier und da beim Fohlen noch so leichte Verstellungen geben, aber das weckt sich dann meist auch zurecht. Was war bisher dein bester Treffer? Was war unser bester Treffer? Da sind da so eigentlich schon mehrere. Ganz aktuell ist King High zum Beispiel. Den haben wir damals auch als Fohlen ausgesucht. Den hatten wir in Bayern gefunden, bei der Familie Fischer. Das weiß ich auch noch. Und dann, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Da sind wir dann, muss man so an so einem Hang vorbei, ja, wenn man so auf dem Hof fährt. Und da liefen 3 Fohlen. So, und und der fiel uns schon auf, als wir auf dem Hof fuhren sozusagen. Der stand da schon und guckte und bockte rum und machte. So ein Fuchs, ne? Also war schon damals auch so kompakter, halt nur, aber ein schöner Typ. Und gut, dann sind wir haben dann halt den Züchter dann getroffen und dann sind wir zur Weide hin und der wollte uns eigentlich ein anderes Fohlen zeigen. Mhm. Er wollte uns eigentlich ein anderes Fohlen zur Auktion geben. So haben wir gesagt, nee, den anderen möchten wir nicht, wir möchten, wenn, dann den. So, und dann hat man ihn ja auch gekriegt und dann nahm die Geschichte seinen Lauf und ist ja, also war damals ja Weltcup-Sechster, Weltcup-Finale in Omaha,
Ja. So, und das natürlich sind wir auch stolz drauf. Und mittlerweile sind also wirklich schon sehr viele ehemalige Auktionsfohlen oder auch die wir mal als Fohlen gekauft haben, also jetzt als Familie Klatte, die dann wirklich später im großen Sport, die man dort wieder gesehen hat. Ich erinnere mich an Chaco Bay. Ja, genau. Die Schnauze an der Stelle. Ja, das ist auch so ein Pferd. In Lanaken Silber, immerhin, ja, auf der Auktion hier entdeckt. Ja, genau. Ich weiß noch genau, das war dieser Moment, wo du sagtest, alle waren schon müde und betrunken und du sagtest, den. Ja. Nee, und ich meine, gut, um da noch was zu sagen, das war eben gut, er war zweieinhalbjährig ja auch, wir wollten ihn ja köhlen lassen, aber der bewegte sich auch gut, aber war ihn dann halt doch eben nicht gut genug. War aber ein schicker Kommission. Typ. Ja, war trotzdem ein schicker Typ. Und war ein schicker Typ, alles. Und Springen war zweieinhalb, war in Ordnung, aber war nicht spektakulär. Ne? Hm. Das ist genau wie sein Großvater und damals, oder sein Vater Schakato auch, der war, sprang also zweieinhalb ich auch nett, aber vielleicht nicht sagen, boah, das ist er, ne? Hm. Und aber es ging auch über die Auktion Schakato. Ja, genau. Ja. Und war ja für die Olympiade nominiert sozusagen. Ja. Und wird auch bleiben, ne? Denke ich mal. Ja. Wird starten in Tokio nächstes Jahr, so Gott will und Corona vorbei ist, hoffentlich. Gab es mal einen Moment, wo ihr beide euch komplett uneins wart? Weiß ich jetzt im Moment, also bin ich. Ja, gut, also der eine sagt, ja, ich finde das besser oder das besser an einem Pferd oder Fohlen oder hast du das gesehen oder hast du das nicht gesehen? Und das gibt es immer mal, aber dass man jetzt so sagt, groß irgendwo. Dass man vielleicht mal gesagt hat, von dem müssen wir uns trennen und dann. Ja. Der eine meint noch nicht trennen und. Ja, ja da, aber. Das hat es früher auch schon gegeben, wo wir gesagt haben. Da haben wir beide unser Lehrgeld schon gezahlt. Genau. Ja, das haben wir alle schon gehabt, wo wir gesagt haben, du hör mal, weißt was, der ist, kommt auf der Händlerliste, es ist egal, was es gibt. Und dann auf einmal nach 5 oder 6 Jahren, dann sagst du, verdammt nochmal, die Abstimmung kennst du doch. Ja. Den hast du schon mal gehabt. Ne? Ach, das gab's, ja. Das gibt's immer mal. Das wird, glaub, das wird immer wieder geben, immer. Ja. Das wird auf jedem Fachmann passieren, das ist so. Und bei den großen Weichenstellungen, also was den Hof angeht, die Ausrichtung, gab es da mal Momente, wo ihr gesagt habt, so, nee, wir machen lieber alles so, wie es war. Oder du dann, Henrik, gesagt hast, nee, wir müssen das verändern, wird Zeit. Und das haben wir eigentlich, also damals, jetzt vor 16 Jahren, hatten wir ja die Reithalle mit einem neuen Stall gemacht. Ja. Das war eigentlich eine, ja, die Entscheidung, die kam von uns beiden. Und das war halt, musste auch sein. Ja, ja. Die alte Halle war in die Jahre gekommen. Und also sonst so die Investitionen, die wir auch getätigt haben die letzten Jahre, das war eigentlich immer. Das war immer. Man muss ja eben, also Stillstand ist Rückstand, nicht? Das geht ja weiter. Und wenn man es will, muss man halt auch eben was machen und muss investieren und sagen, du kannst nicht sagen, so, wir lassen das alles so, wie es vor 20, 30 Jahren war. Das ist heute, dann bist du nicht mehr da. Hm. Ich frage dich zuerst, Henrik, du kannst es überlegen an der Stelle. Aber gab es bei dir mal den Moment, dass du gesagt hast, so, es reicht, Schnauze voll, wird alles verkauft und ich ziehe auf die Malediven? Also auf Malediven habe ich gesagt, will ich nicht hinziehen, aber es gibt Mallorca. Es gibt Momente, wo man sagt, okay, was war zu Schnauze voll und irgendwo. Es gibt immer mal Tiefschläge, die man mitgemacht hat und dann aber. An welchen erinnerst du dich? Ja, an welchen ich erinnere, das ist eben damals, wo die Wirtschaftskrise da war. So, da war es natürlich auch so, was ist jetzt, wenig Pferde verkauft. So, die Kosten bleiben, allen drum und dran. Nicht? Und das ist ja alles nicht so einfach. Damals mit der Gandos-Geschichte war nicht einfach. Und gut, da hat man irgendwo gesagt, okay, da hat die Familie dazugestanden und dann hat es geht weiter. Ne? Mhm. Ja. Aber dass man nur ganz irgendwo alles selbstverständlich hat, man immer, ich glaube, es hat jeder mal irgendwo gesagt, du weißt was, ich kann auch ein schönes Leben irgendwo, was weiß ich, woanders machen und ganz wo, aber dann irgendwo ist doch eine gewisse Tradition da und eine Verpflichtung da. Und das macht dann aber auch, wenn man das überwunden hat und man muss dran arbeiten, dann macht es auch wieder Spaß. Mhm. Henrik. Ja, wie Papa schon sagt, also klar hat man immer mal ein paar Tiefschläge oder mal so Phasen, wo es dann halt nicht so rund läuft, sei es, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, mit der ganzen TÜV-erei mittlerweile, so dann denkt man. Aber im Großen und Ganzen haben wir auch ein Riesenprivileg, glaube ich, vielen anderen gegenüber. Und man kommt sehr viel herum um die Welt, man lernt sehr interessante Leute kennen. Und wenn man jetzt sieht, die junge Generation,
wie der ranwächst und was für einen Spaß die auch mit den Tieren haben. Und das motiviert einen natürlich. Das ist, und da will man das auch fördern. Genau, ne, Johanna? Ja, weiter geht's. Wenn du erst mal deutsche Meisterschaft reitest, warte mal ab, in 3-4 Jahren. Ja, also den Blick nach vorne in die Zukunft. Wie wird es weitergehen? Also wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, wird es irgendwann komplette Genanalysen geben? Jetzt nicht nur Ausschlusskriterien, sondern auch, dass dann Züchter kommen und sagen, ich hätte gern einen Hengst, der große Pferde macht, die alle bitte schwarz sind und schön bunt werden und gesund sind. Aber so, wird es das geben? Also das glaube ich nicht, dass es das geben wird. Was natürlich jetzt schon stattfindet, ist mit dieser ganzen ICSI-Geschichte, das nimmt mittlerweile doch schon großen Einfluss auf viele Auktionsplätze auch. Also ICSI ist ja im Prinzip die Befruchtung der Eizelle außerhalb der Gebärmutter sozusagen in einem. Also so. Es geht darum, um Selektion, genomische Selektion an der Stelle, dass man eben das optimale, perfekte Pferd züchtet. Ja, und halt Hengste einsetzen kann, die es vielleicht unter normalen Umständen gar nicht mehr befruchten könnten. So. Und mittlerweile ist die Tendenz ja so, was man viel bei unseren Nachbarn beobachtet, in Belgien und Holland, dass zunehmend mehr diese ICSI-Fohlen dann halt auf dem Markt sind, weil sie halt von der Genetik her schon besonders sind. Und nur was uns da, glaube ich, ein bisschen verloren geht, ist die Blutvielfalt, weil alle dann im Prinzip auf nur 2-3 Vatertiere sich stürzen und im Prinzip, dass die Genetik aus 3 Stutenstämmen kommt sozusagen. Und ist natürlich auch für den Hengsthalter, aus Hengsthaltersicht, wenn man überlegt, dass man mit einer Paillette, also ich glaube, bis zu 20, 30 Befruchtungen machen kann, dann müssen wir uns im Prinzip, wir Hengsthalter, auch Gedanken machen, was wollen wir in Zukunft und müssen uns eigentlich auch ein bisschen neu positionieren und sehen, wie wir das irgendwo, dass wir auch interessant bleiben für die Züchter sozusagen. Ja, man sieht ja drumherum, ne, es bilden sich immer die größeren Gemeinschaften, Stichwort Helgstrand. Und was macht ihr dann? Habt ihr dann Familienrat? Tagt ihr gemeinsam und sagt, hier komm, wir müssen uns zusammentun? Oder? Ja, zusammentun, klar, wenn was große Dinge anstehen, das besprechen wir schon irgendwo intern in der Familie. Was wir jetzt zum Beispiel ja machen, wir versuchen meiner Meinung nach immer interessante internationale Springhengste unseren Züchtern mit anzubieten. Auch mit Hinblick darauf, dass wir es halt für unsere Auktion ja ständig solche Fohlen suchen. Und ja, wir haben im Prinzip eine Partnerstation in Holland, das ist die Van Olst Horses. Da bieten wir halt deren Dressurhengste mit in Deutschland an. Glamourdale zum Beispiel. Genau, Glamourdale und Kiento. Und halt dann so Hengste wie Tobago Z, was letztes Jahr weltbestes Springpferd war. Und halt so ein bisschen auch das Spezielle für den Züchter anbieten zu können. Mhm. Gab es bei dir mal diesen Moment, wo du gesagt hast, das reicht, das war's, ab nach, wohin würdest du fahren, Mallorca auch? Nö, ich weiß nicht, ich würd vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr auf die Yacht gehen dann. Ich brauch eigentlich nur einen Busch und ein paar Wildschweine, dann reicht. Aber hattest du mal den Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's mir wirklich? Also so wirklich nicht. Klar, ja, hat man immer so ein bisschen, wie gesagt, hier und da mal einen kleinen Tiefschlag, aber im Großen und Ganzen macht das ja auch letztendlich die Sache so interessant und ja, es wird spannend werden, weil die Züchterschaft sich auch so ein bisschen verschiebt. Die traditionellen, also die Bauern oder halt die nächste Generation von vielen Landwirten, die für die ist es halt nicht mehr so interessant. Und die geht uns leider verloren und es sind ja immer mehr Privatleute, die aus sämtlichen Bereichen kommen und die dann halt anfangen zu züchten. Ne? Also Umstellung wahrscheinlich auch im Marketing. Ja.
Wir sitzen ja hier bei euch in der Diele und dieser Tisch lässt ahnen, dass hier schon so mancher Deal über den Tisch gegangen ist, so manche Konflikte ausdiskutiert wurden, aber auch so manche Highlights gefeiert wurden. Was sind denn das für euch? Also an was erinnert ihr euch? Wo habt ihr gesagt, so wow, das ist jetzt mal richtig gut gelaufen? Also jetzt für mich persönlich so was, was jetzt auch ziemlich aktuell ist, ein Highlight ist der selbstgezogenen Hengst von uns, das ist der Chatago Blue. So, der ist mittlerweile sogar Chatago Blue OLD. Mhm. Und ja, das ist natürlich dann, wenn man den so einen Hengst mal selbst gezogen hat und der dann auch so einen großen Anklang bei den Züchtern findet und so eine Eigenleistung hinlegt, das ist natürlich, da ist man natürlich stolz drauf und schon was ganz Besonderes. Macht auch tolle Fohlen, ne? Ja. Kann man sagen. Ja, genau. Durch die Bank durch, ja. Doch, hat er wirklich sie sehr gut vererbt. Hinak? Dein Highlight? Der Highlight war damals, was ich sage, wo man so richtig sagt, oh, das tut mal richtig gut, war damals der Verkauf von Contango. Mhm. Nicht? Ja, irgendwas und was dann gewaltig war, da hat eine sehr gute sechsstellige Summe gebracht. Und wie die Leute dann ankamen, ich weiß noch, haben wir da am Kamin gesessen, da auf den Stühlen rundherum, und die mit dem Koffer voll Bargeld ankommen. So viel Bargeld hatte ich in meinem Leben ja noch nie gesehen. Ne? Ja. Das war ein Highlight, da haben wir gesagt, oh Gott, ich sag, das muss man normalerweise zweimal im Jahr haben, ich sag, dann geht es einem auch gut. Ja, aber leider sind sowas dann, ja, das hat vielleicht ein oder zweimal im Leben, und dann ist das auch, das war schon hochinteressant. Ne? Alexandra, die Frage an dich. Was war so ein Highlight, wo hast du gesagt, Mensch, toll, das werde ich nicht vergessen, das war so richtig, ja, einfach passte von vorn bis hinten. Also da ich ja eigentlich aus den geschäftlichen Geschichten so ein bisschen raus bin und eher so das Emotionale hier hochleben lasse, sind für mich natürlich eher die Highlights, wenn ganz besondere Fohlen geboren werden, eigentlich jede Fohlengeburt. Also jede Decksaison, die man wirklich mit gesunden Fohlen abschließt und zufriedenen Züchtern, also das ist eigentlich für mich so das Highlight, was es gibt. Gibt uns dann auch so am meisten, wenn ich das jetzt so persönlich von meiner kleinen Sicht aus sagen darf. Weil wenn wir uns da beide dann da hinten hinter sitzen und dann sozusagen, wenn jetzt mal das Fohlen nicht so ganz schnell kommt und uns dann manchmal anschreien, zieh doch, zieh! Ja. Und mit so einem halben Hexenschuss wieder aus der Box gekommen kommen. Habt ihr Rituale? Gibt es hinterher einen Schnaps? Oder? Nee. Ja, ich warte auf die Nachgeburt und du liegst schon wieder im Bett. Ansonsten. Ja, früher wurde ja einfach abgenabelt und war immer eine Flasche Schnaps im Stall. Ja, das ist ein bisschen mit dem Schnaps. Dann wäre ich die ganze Saison so besoffen. Ja. Von Hals. Und dann schon, am Nabel nicht so viel. Mehr durch den Hals. Ja, wahrscheinlich heutzutage waren die ganzen Fohlen nicht mehr so ganz gesund, nee, in der Menge. Das ist also, wenn du dann also zwei, drei Geburten in der Nacht hättest, dann kannst du morgens mal liegen bleiben anschließend. Ja. Mittlerweile, was haben wir hier? 40, 50 Geburten. Mhm. Ja. Wahnsinn, ja. Vielleicht letzte Frage. Wenn Johanna und Heinrich eines Tages vor euch stehen und sagen, könnt ihr vergessen, ja? Ich werde Weltenbummler und ich werde irgendwas mit Internet. was ist dann für euch? Könnt ihr euch das, ist das eine Option oder? Okay, dann haben wir uns jetzt noch nicht so mit auseinandergesetzt. Okay, wenn es wirklich so kommen sollte, müsste man es respektieren und da müsste man gucken, was man macht, ne? Aber ich bin ehrlich, es sieht nicht danach aus. Johanna, so begeistert, ja. Also ich denke es auch nicht. Wie Hinek das vorher sagte, man wird so, oder wie es dann auch bei dir war, man wird automatisch, ohne dass wir jetzt versuchen, den Kindern zu viel Druck mitzugeben, aber ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich dann noch von Hengsthaltung leben können, ob das so in der Art, wie wir es jetzt machen, noch sein wird, aber also Hofstelle und die Tradition wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben. Sicher. Ob Heinrich mal Bauer wird, das weiß man im Moment noch gar nicht, aber gut, abwarten. Nicht? Aber das wusste er in dem Alter nicht, das wusste ich in dem Alter nicht und das wird sich ergeben. Entweder macht es irgendwann Tick und sagt, ich habe da Spaß dran, obwohl Heinrich ja mal sagte, der ist ja nur so ein kleiner Hühnerbauer. Wie alt ist er denn? Jetzt ist er sechs. Sechs, ja. Und wenn ich mal groß bin und sage zu Papa, dann kommen alle Pferde weg, kommen alle Hühner rein. Ja, das wäre Hühner oder und hinten in den Wein will er eine Formel-1-Strecke machen. Ja. Ambitionierte Ziel. Platz genug Pferde. Es wäre sehr schade drum, es wäre sehr schade um eure Familientradition und ich bin sicher, so wird es auch nicht kommen, sondern er wird auch noch... Wollen wir es nicht hoffen, aber... Man weiß es nicht. Das Mögliche ist alles.
darum. Und man kann nicht einen sagen, du musst das jetzt, da hat überhaupt kein Interesse, dann wird es auch nichts. Na, ich bin sicher, das ist auch Teil eures Erfolgskonzepts, dass ihr mit der Zeit geht und euch anpasst und einfach seht, wohin die Ströme gehen. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bedanke mich fürs Gespräch, für eure Zeit, gerne. Für die Kekse hier im Advent und den leckeren Kaffee. Und ja, wir hören uns. Ja, klasse, total spannend. Diese Geschichte mit dem Schafbock lässt mich nicht los. Ich habe das direkt vor Augen, also herrlich. Ja, du hast recht. Es ist sowieso unglaublich. Also Hinnerklatte ist ja so ein echtes Original und eigentlich müsste man mit ihm mal einen ganz eigenen Podcast machen. All die Geschichten, die er erzählen kann. Und ich liebe es auch, wenn er Plattdeutsch spricht zwischendurch. Also das ist dann so Heimatgefühl. Ja, ich glaube, für einige unserer Zuhörer, die nicht aus dem oldenburgischen Münsterland kommen, vielleicht manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich finde, man kommt ganz gut rein und kann sich gut darauf einlassen. Genau. Ich fand immer super seine Beschreibung bei den Fohlengeburten und der Flasche Schnaps. Ja, das stimmt. Nee, also es ist auch sehr bildhaft erzählt, hat mir sehr gut gefallen. Ja, in unserer nächsten Folge geht's ganz ans andere Ende von Deutschland, nämlich nach Süddeutschland. Da warst du auch bei einer Reiterfamilie, die besonders in den letzten Jahren eigentlich erst zu viel Bekanntheit weltweit gekommen ist. Ja. Bei den Blooms. Genau, ich hatte die große Ehre, auf deren Gestüt, oder ja, Gestüt ist es, ein Gutshof ist es, nördlich von München, die Familie dort zu besuchen. Und das war ganz, ganz beeindruckend. Also ich beginne mit dem Spannendsten zuerst. Ich habe Alice gesehen. Oh, durftest du ihr eine Mango geben? Nein, sie ist ja keine Nullrunde gegangen. Aber also man spürt ein bisschen, dass alle dort sitzen und Mensch und Tier mit den Hufen scharren und endlich wieder auf Turniere gehen wollen. Simone berichtete ganz, ganz lustig, dass Alice echt schlechte Laune hat, weil sie ja 2020 auf keinem Turnier wirklich gestartet ist und das geht ihr so richtig an die Substanz. Aber es war wirklich beeindruckend, also wunderschöne Ställe, auch gerade der neue Stall, gerade fertig geworden, alles ganz liebevoll gepflegt, dann wirklich ein ganz warmes Willkommen. Also ich hätte sofort einziehen können, das war so schön bei denen und es war so ein toller Nachmittag, also ihr könnt gespannt sein. Ja, und bis dahin folgt uns weiterhin auf Instagram und folgt natürlich diesem Podcast-Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.